herzlich willkommen bei Jogschei TV. Wir machen heute das geilste Gericht ever. Was, ein Gericht, was ich so circa jeden Tag in Thailand gegessen habe, weil alles andere habe ich nicht essen können als Vegetarierin. Morning Glory. Fast ja. Das heißt Morgen Glory. Es ist Wasserspinat einfach und es schmeckt so geil. Ja. Ich habe mich total verliebt, wie die Raja das für uns gekocht hat, immer. Von dem her, bleibt dran und schaut, wie es geht. Was? Sind wir daheim? We are back! Sehr gut. So. Nachdem wir nicht übermäßig viel Zeit haben, ist das ein ideales Gericht, weil das ist, glaube ich, das schnellste Gericht, was irgendwie machbar ist und je gedreht wurde, vermutlich. Deswegen kurz die Zutaten. Ja, bitte. Das ist der Wasserspinat. Der Morning Glory. Morning Glory. Das hat, ich meine, Allah, wie geil ist der Name Morning Glory überhaupt? Dann, das ist etwas Neues, das ist die Sojabohnenpaste. Mhm. Die Flasche dazu schaut so aus. Ja. Damit ihr das auch findet. Da drinnen in der Schüssel ist ein Teelöffel Zucker und boah, ja, eine Prise weißer Pfeffer, ein Viertel. Und zwar von unserem Ding. Natürlich. Das an, hallo, haben wir es scharf? Hallo, hallo, hallo. Yay! Weißer Pfeffer, das sind übrigens unsere neuen Gläser. Die sind ab jetzt erhältlich, also gleich schauen im Online-Shop. Auf alle Fälle. Gibt es nicht nur weißen Pfeffer, sondern auch sehr viele geile andere Produkte. kurze Schwenkgummi. Dann haben wir da drinnen 1,5 Esslöffel Sojasauce. Ja. Ja, normalerweise ist eigentlich nur ein halber Esslöffel Sojasauce drinnen und ein Esslöffel Austernsauce. Aber nachdem wir das vegan zubereiten möchten, diesmal, haben wir diesen einen Esslöffel Austernsauce einfach durch einen Esslöffel Sojasauce ersetzt. Und dann haben wir noch zwei Chilis, das könnt ihr euch komplett selbst aussuchen, wie scharf das ihr sie haben möchtet. Und dann haben wir da noch 5 oder ja, bei uns sind 6 Knoblauchzehen. Und das war's in Wahrheit schon. Das heißt, was jetzt passiert ist, in erster Linie, da haben wir mal die Soßen und brauche ich dann eher einen kleinen Esslöffel. Und den Pfeffer und den Zucker da mal zusammenmischen. Weil das ist ganz entscheidend, dass man das jetzt schon macht. Das geht, der Spinat braucht nachher ca. 45 Sekunden. Mhm. Und da hat man nicht die Zeit, dass man jede einzelne Soße einzeln reintut und einzeln verrührt. Deswegen wird das alles schon zusammengebracht und jo. Wunderschön. Unglaublich. Und man sieht da die kochtechnischen Schwierigkeiten und Fertigkeiten müssen da absolut ausgeprägt sein, weil ja, sonst ist das kaum machbar. Genau dasselbe jetzt beim Knoblauch. Wie du das machst, dass ich es schon wieder habe. Ja, unglaublich. Gell? Schau, wie schnell dass das ausdreht. Aber wir haben echt ein bisschen einen Stress, gell? Deswegen ich versuche ja, das jetzt so schnell wie möglich zu machen. Wir hätten am besten das, wir machen jetzt von Countdown. Ein Gericht in, was heißt, 7 Minuten. Ja, das ist möglich. Das ist durchaus möglich. It is possible. Possible, ja. So. Das, damit ihr ja gleich wisst, was wir mit dem Knoblauch machen werden. Wir werden jetzt dann den Knoblauch und die Chili in den Mörser da drüben hauen. Und kurz mörsern. Wer keinen Mörser zu Hause hat, kein Problem. Dann kann man das einfach ja, so grob herschneiden und dann vielleicht einfach mit der Messerseite so ein bisschen zerdrücken, dass da ein paar, ja, es werden so einfach ein paar mehr Aromen frei. Ich weiß nicht eigentlich, wie genau das funktioniert, aber die Ölchen raus. Ja, genau. Diese ich bin ja auch nicht gewetscht. So. So, wir sind jetzt mittlerweile schon mit knapp 4 Minuten, gell? Ja, also ich gebe Gas. Ich will keinen Stress machen. Ich gebe Gas. Ich will es nur kurz bedienen. Die ganze Folge 4 Minuten oder seitdem ich angefangen habe, kochen 4 Minuten? Die ganze Folge ist, seitdem du anfängst, 3 Minuten saugut. So. Schnell, schnell, schnell. Speed. Da kannst du ein bisschen rein. Super, das passiert dann im Stress, gell? Na, weißt du, was nur passiert im Stress? Normalerweise, glaube ich, sollte man die Chili, und das mache ich jetzt da, ein bisschen herschneiden, weil... Wow, wahrscheinlich das schlecht. Sonst, ich glaube nicht, dass ich das mit dem Mörser zusammenbringe, dass ich das halbwegs klein mache. Bravo, und schnell weiter!
Öl brauchst du, glaube ich, auch, oder? Öl könnte ich durchaus brauchen, ja. Also, liebe Leute... Im Endeffekt, film da wirklich ein, weil es soll nicht recht viel, wie nennt man das, recht viel feiner werden. Dieser Knoblauch, der soll richtig in diesen Stücken sein, weil es gibt dem Ganzen dann einfach einen extrem geilen Geschmack, wenn man so einen Morning Glory Löffel hat. Gemeinsam mit eben einem Teil von dem Knoblauch. So, jetzt brauche ich allerdings wirklich das Öl. Dann nehme ich die paar Tropfen, die was da noch drinnen sind, das sollte reichen. Mhm. Weil jetzt machen wir nämlich Folgendes, lieber Ruder. So, jetzt hören wir mal Kampf von dem Ölfiasko, was wir vorher gehabt haben. Weil dann kann man das sehr sagen. Ich hab das, wir haben was frittiert. Und dann habe ich logischerweise Öl in den Wok reingeben müssen und habe da ein bisschen zu fest zusammengedrückt und das ist, hat eine Fontäne gegeben, das war sensationell. So, haben wir die Geschichte auch untergebracht. Und weißt du, was mit draufkommt, Anna? In dem ganzen Stress habe ich was ganz Entscheidendes schon wieder vergessen, nämlich den Morning Glory klar schneiden. Deswegen werde ich da jetzt kurz ein bisschen zurück dran. Doch, das gibt was. Ich sag dir das. Wie viel haben wir? 6:20. Fuck, nein, es geht sich gerade halt nicht aus. Aber es ist nicht weit weg. So, das da, den Stängel in so 4-5 cm Stücke schneiden und dann die Blätter, die gehen dann eh zusammen. Die reicht, wenn man die nachher einfach halbiert. So, wieder auf mit der Hitze. Wie viel habe ich noch? 20 Sekunden. 20 Sekunden geht sie nicht ganz aus, aber 8 Minuten gingen sie aus. So, weil jetzt schauen wir her, jetzt filmen wir her, Anna. Jetzt haben wir da schon, ist das schön braun. Mhm. Und jetzt ist der Moment. Machen wir Schwups. Jetzt machen wir Schwups, genau. Und da ist eine Ding. So, und ganz schnell. Die und weil jetzt ein bisschen zu wenig Wasser drinnen ist, ein bisschen Wasser dazu, so brennt das Ganze zu stark an. Boah, der Chili kommt raus. Überhaupt gar nicht, das ist jetzt eigentlich schon wieder aus. Also man sieht, das Ganze hat vorher wesentlich mehr Volumen gehabt wie jetzt. Und das, meine Freunde, ist auch schon das fertige Morning Glory. Hat man jetzt irgendwo einen Teller da, Anna? Ja, wir sollen servieren, das jetzt so garnieren. Wir fahren zurück. Bis gleich. Sind wir zurück. We are back. Und ihr wisst, wie viel das vorher in Wok ausgeschaut hat. Es ist überblieben. Das heißt, ja, logisch, das fährt voll zusammen und ist nicht mehr ganz so viel. Deshalb, es ist auch nicht wirklich eine Hauptspeise in dem Sinn, wo man jetzt sagt, okay, man isst nur das und vielleicht ein bisschen an Reis dazu und die Geschichte hat sie. Sondern das ist eigentlich mehr so ein Zusatzgericht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Händel Pepper Garlic oder sonst irgendwas macht, Wurst oder was Vegetarisches. Und dann hat man seinen Reis und dann hat man eben noch so ein drittes Gericht dazu. Und das also hier in Thailand hat schon das gegessen mit Reis als Hauptspeise. Ja, und dann hast du nur zwei Kokosnüsse reingekauft. Ja. Was? Dieses Mal haben wir es ja anders gemacht als sonst, weil... Ja, wegen mit das
Soja. Diesmal haben wir es korrekt gemacht. Okay, also traditionell. Also die Raja da, unsere Stiefmutter mag diese Sojabohnenpaste nicht, deswegen hat sie es immer weggetan. Und stattdessen Austernsoße genommen? Ja, Austernsoße ist ja sowieso drinnen. Die haben wir diesmal weggenommen, weil es man mit Sojasauce ersetzt haben, damit es vegan ist. Okay. Damit du auch wieder am neuesten Stand bist. Nein, es schmeckt sensationell gut. Auch mit, also die andere originale Variante mit Sojabohnenpaste. Ja, perfekto! Hm. Dann haben wir ein weiteres vegetarisches Gericht. Gerade wenn man so einen Knoblauch nimmt. Und dann. Mit dem Wasserspinat, das ist geil. Wahnsinn. Einfach geil. Unglaublich. Wirklich. Einfach geil. Wirklich, wirklich lecker. Bitte nachmachen, liebe Leute. Ihr verpasst sonst echt was. Absolut. Gut. Hast du sonst noch was zum Sagen? Weil. Oder magst du es einfach aufessen und dann rum? Das sowieso. Und die zwei Chili spürt man. Ja, man merkt es, du schwitzt. Obwohl es auch am heutigen Tag liegen kann, weil es ist doch etwas heiß. Gut. Ja. In dem Sinne, wenn euch das gefällt, was wir machen, passt. Was macht man dann? Man drückt natürlich auf Gefällt mir, man liked, man kommentiert, man teilt, man macht, keine Ahnung, man sagt, Jogschei muss man schauen, Jogschei TV erst recht. Und ja, das war es in Wahrheit eigentlich. Das war jetzt so ein bisschen die verrückten 15 Sekunden des Horstels. Und nein, im Ernst, wenn es euch gefällt, kommentiert es, wenn ihr Fragen habt, sowieso, stellt es uns. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss! Ciao!